Ich bin Noah Scherz, ich bin 19, ich spiele bei GC im zentralen Mittelfeld und ich mache Lehre als Köchin. Wir hatten ein Göppspiel, ja, und dann hatte ich den Ball, gerade kurz vor der Pause, und dann wollte ich einen Seitenwechsel machen. Da bin ich dann blöd umgeknickt. Dann war eigentlich klar, dass etwas nicht gut ist. Ja, aber es war kein Foul oder so. Also es kann niemand etwas dafür. Wirklich gut. Es ist mega lang gegangen. Die Geduld war zwischenzeitlich auch nicht mehr so da gewesen. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, ich bin zufrieden. Ich habe keine Schmerzen. Manchmal spüre ich es noch ein bisschen, wenn ich wie lange gestanden bin oder irgendwie ein strenges Training oder Spiel. Dann spüre ich noch ein bisschen, dass etwas anders ist, aber kein Schmerz oder so. Ja, und ich bin wieder voll leistungsfähig. Das ist auch cool und Arbeiten und Fußball geht auch tipptopp jetzt. Ich denke, es hat mega viel Disziplin gebraucht und am Schluss auch den Glauben, dass es doch noch gut kommt. Ja, mit der Zeit ist es dann etwas schwierig geworden. So, ja, ich war ein Jahr nicht mehr auf dem Platz gewesen, dann werde ich vielleicht gar nicht mehr können shooten. Ich glaube, das war am Schluss ziemlich wichtig, dass ich an mich geglaubt habe und einfach das Training und den Trainingsplan durchgezogen habe und ich auch ein bisschen streng gewesen bin mit mir selber. Ja, von nichts kommt nichts. Teamarbeit, also es funktioniert nicht, wenn jemand irgendwie am Träumen ist und das Gleiche ist auf dem Platz. Es funktioniert nicht, wenn einer mit dem Kopf irgendwo ist. Kreativität braucht es auch auf dem Platz, so ein bisschen Spielwitz und ein bisschen zaubern und das Gleiche in der Küche. Mal ein bisschen etwas ausprobieren und ja, ein bisschen frech sein vielleicht. Ja, und ich glaube, dass ich Freude habe bei dem, was ich mache. Also ich glaube, wenn ich jeden Tag mit einem Stein da hinarbeiten würde, dann wäre es ziemlich viel strenger und mühsamer. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Rezept, Freude haben bei dem, was man macht. Gute.